ein prophetisches Wort auch für 2014 ist, dass Gott Fürbitte ruft nach der Ordnung Melchisedeks. Und das möchte ich ausrufen, und das klingt jetzt schon schön dramatisch oder irgendwie cool, aber was heißt das? Jetzt möchte ich unterschiedliche Punkte bringen, aber in dem Sinn möchte ich jetzt auch mit euch das ausrufen. Ich möchte das auch hinausbrechen nach Deutschland, Österreich, Schweiz, dass Gott das tut. Dass es Gott zur Zeit betont, Licht drauf gibt, und während wir darüber dann lehren, das sprechen, kommt Licht auf diesen Schatz, und das macht was mit uns. Und ich möchte eine Prophetie von Paul Keith Davis vorlesen. Das ist ein prophetischer Mann, und er sagt Folgendes: Gott möchte Könige und Priester zurüsten. Der Schmerz der Vergangenheit ist unsere Zurüstung für die Zukunft. Das ist es, was ich den Herrn in einer Vision, die ich schon vor ein paar Jahren hatte, sagen hörte. Wie Josef müssen wir uns mit unserer Vergangenheit versöhnen, um in unserer Zukunft noch mehr Frucht hervorbringen zu können. Obwohl viele Aspekte dieser vergangenen Zeit unerfreulich und schwierig vielleicht waren, waren sie nichtsdestotrotz notwendig, um uns auf unser Wirken als Könige und Priester vorzubereiten. Die Pein der Gefangenschaft hat Josef zweifelsohne für die Besteigung des Thrones in Ägypten als Zweiter nach dem König vorbereitet. Josef veranschaulichte diese Wahrheit durch die Namensgebung seiner Söhne in 1. Mose 41. 51 bis 52. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn er sprach: Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Das ist also, finde ich, total stark, dass in einem Zeit wir hineinkommen werden, wo einige wirklich das dann auch aussprechen werden: So, Gott hat mich meine Mühsal vergessen lassen. Und er wird eine Leibesfrucht hervorkommen. Dem zweiten aber gab er den Namen Ephraim, denn er sprach: Gott hat mich jetzt fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Also wo vorher es schwierig war, plötzlich kommt Fruchtbarkeit hervor. In diesen letzten Tagen erhebt sich eine neue, reife und außerordentlich fruchtbare Priesterschaft nach der Ordnung Melchisedeks. Um richtig dafür positioniert zu sein, müssen wir uns in unserem Herzen wie auch in unseren Gedanken mit der Vergangenheit versöhnen, egal wie schwierig und herausfordernd sie war. Nur dann sind wir bereit für das, was im Kommen ist. Die Bibel lehrt uns, dass das Priestertum des Melchisedek die zwei Ämter des Königs und des Priesters in sich vereint. Dieser von der Gegenwart Gottes geprägte Dienst wird uns von dem Zeitalter der Kirche in das Zeitalter des Königreiches Gottes hineinführen und den Sauerteig der menschlichen Argumentation und Tradition entfernen. Das Zeitalter der Kirche war eine Zeit der Anzahlung. Durch das Priestertum des Melchisedeks ist die Verheißung der Fülle. Diese Gnade ist dem Volk Gottes zugesichert, um sie in die große Ernte und das Kommen des Herrn hineinzugeleiten. Teil dieser Salbung ist ein göttlicher Eifer, das möchte ich betonen, Teil der Salbung ist ein göttlicher Eifer, der eine unerschütterliche Hingabe Gott und seinem Wort gegenüber hervorbringt. Das Konzept des Priestertums des Melchisedeks besteht einfach darin, dass Gott als das lebendige Wort sein Volk den Leib Christi vollständig ausfüllt. Offenbarung 1. Und in Offenbarung 5, Vers 9 weist auf eine Gruppe, Offenbarung 5, Vers 9 weist auf eine Gruppe von Menschen hin, die ein neues Lied singen. Darin verkünden sie, dass der Herr der Einzige ist, der würdig ist, das versiegelte Buch zu nehmen und für sein Volk zu öffnen. Es ist die überwindende Braut, die Hochzeitsgesellschaft, die in Offenbarung 5, 9 beschrieben wird. Sie sind so positioniert, dass sie sowohl als Könige als auch Priester agieren können. Als ich den Herrn nach dem Kennzeichen, die jene besitzen würden, fragte, war eines der Hauptmale, die er betonte, der Eifer für ihn. So, das klingt jetzt alles so ein bisschen dramatisch, es ist auch ein bisschen amerikanisch-prophetisch, also sehr viel und prophetisch zusammengebracht und so viele Worte und Offenbarungen alles dann in einen Satz rein. Aber was er sagt, es
Und ich möchte auch noch mal sagen, wenn er sagt, es geht von Zeitalter der Kirche, heißt es nicht, wir schaffen Kirchen ab oder irgendetwas, sondern Gott tut auch in der Kirche etwas Neues. Okay, das ist nicht, geht nicht, jetzt ist das Zeitalter von Kirche oder Gemeinde zu Ende, sondern es geht darum, dass Gott innerlich Leute neu positioniert in den Dingen des Geistes. Und zwar nach der Ordnung Melchisedeks. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe mich jetzt noch mal ein Stück weit beschäftigt, weil es gibt ja die Levitenschaft, die Leviten, die nach dem aaronitischen Gesetz eingesetzt worden sind, eine Priesterschaft nach Aaron. Und dann gibt es immer wieder diese Ordnung nach Melchisedeks. Und erst vor 2 Tagen ungefähr, ich bin wieder bei den Psalmen durchzulesen, war ich bei Psalm 110. Und da hat mich etwas noch mal total weggefetzt. Und zwar Psalm 110 ist ein Psalm, den David selber gesungen und gesprochen hat. Psalmen sind ja Lieder. Und David war ja König, Priester und Prophet. David war auch ein Bild auf Jesus. Und was ich so erstaunlich finde, es geht in diesem Psalm um den König. Und natürlich kann man jetzt alles, was in dem Psalm ist, auf Jesus werten. Aber in diesem Psalm ist es eigentlich in allererster Linie für David selbst gemünzt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, David ist ein Prophet, jetzt ist er da in der Zions, in dieser Hütte Davids, und dann singt er über sich, also mit der Gitarre oder mit der Laute, ja, und singt es, und öffentlich wird das gesungen. Ich weiß nicht, ob ein Prophet zu ihm gekommen ist und das zu ihm gesagt hat, diese Prophetie, oder ob das in der Inspiration er selber über sich ausgesprochen hat. Aber ich fand es echt krass. Also man muss sich mal vorstellen, es war ein ganz normaler Mensch wie wir im Alten Testament, und dann kriegt er Folgendes. Der Herr sprach zu meinem Herrn, la 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 la, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion, also Zion, da war die Hütte Davids, wo diese Hütte Davids aufgebaut wird, wo 24 Stunden Lobpreis war, die Zionskinder waren, und dort hatte sich die Gegenwart Gottes gelagert. Und dann ist es in dieser Prophetie, das David dann gesungen hat, der Herr sprach, der Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend hervorkommen. Und dann heißt es, geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht reuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Jetzt stellt euch das mal vor, also es ist alles immer noch auch priesterlicher Dienst nach dem aaronitischen Gesetz. Ihr kennt wahrscheinlich die ganze Lehre von der Hütte Davids, aber jetzt kommt da hier ein Psalm, der eigentlich eine Prophetie ist, die zu David gesprochen wird, und Gott sagt auch zu David, ich setze dich ein als einen Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Was muss das in David bewirkt haben? Er war ein normaler Hirtenjunge, er war nicht Teil des levitischen Stammes, der durfte nicht opfern. David hat geopfert, jemand anders, der aus einem anderen, hat gehalten, oder Falsche haben falsch geopfert, und die wurden sofort getötet. Er hat geopfert, das durfte er nicht. Aber Gott hat in ihm ein Exempel statuiert, schon im alten Bund, und er kriegt zugesprochen, du bist zwar nicht aus der levitischen Ebene, sondern ich setze dich jetzt ein, fast sozusagen außerhalb dieser anderen Ordnung, die läuft noch ein paar Jahrhunderte weiter, aber ich setze jetzt in dir eine neue Ordnung frei nach der Ordnung Melchisedeks, und du bist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Stellt auch euch vor, jetzt in der unsichtbaren Welt, Gott spricht das und setzt dadurch was in Gang. Er setzt eine neue Priesterschaft frei mit einem anderen Typus, mit anderen Opfern. Es ist total stark. Weil wir sind auch nicht Priester oder Leviten nach der aaronitischen Ordnung. Das ist ganz wichtig. Sondern wir sind in den Strom von David und auch von Jesus reingesetzt, dass wir eben nach der Ordnung Melchisedeks dienen sollen.
Für die, die es interessiert, Melchisedek kommt nur ganz kurz vor, wird aber oft zitiert. Er kommt in Genesis oder 1. Mose 14 vor. Da taucht er plötzlich aus dem Nichts auf, dieser Melchisedek. Und er wird ein König und Priester genannt. Und er ist fast nicht greifbar, wo sonst immer so Generationen sind und all die Ideen, also wie sagt man da? Die Generationenfolge aufgezeigt wird. So, er kommt einfach, kann man sagen, ich nenne es jetzt mal prophetisch, aus der Ewigkeit, plötzlich taucht er auf und auch wir sind Priester der Ewigkeit eingesetzt. Und dann sehen wir in Hebräer 7, jetzt plötzlich, wo das ganze, der aaronitische Dienst, also Levitendienst, verglichen wird mit einer neuen Levitenschaft, mit einem neuen, plötzlich wird diese neue Ordnung von Melchisedek wieder aufgetaucht. Also wir haben jetzt Genesis, da taucht er auf, wirklich real, historisch. Und dann in David hören wir plötzlich mittendrin, dass Gott zurückgreift und einsetzt und sagt, du bist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ich weiß nicht, was das für David war. Das ist nur ein kurzer Text im Alten Testament. Und dann plötzlich sehen wir im Neuen Bund, trotzdem geht Gott wieder zurück und erklärt es in ziemlich langer Weise, da nehme ich euch dann noch kurz mit rein, dass er das wirklich ernst meint, dass er eine neue Ordnung aufbaut nach der Ordnung Melchisedeks. Wow. Und da heißt es in Hebräer 7, 1 folgende. Denn dieser Melchisedek war König von Salem, Salem heißt Frieden, also es war hat wirklich eine Stadt und ein Gebiet gehabt, ein Priester Gottes. Hammer! Er war wirklich ein Priester Gottes. Man weiß nicht, woher das gewusst hat. Man weiß, Abraham, da ist ja Gott erschienen. Aber aus dem Nichts, einfach im Land, kommt dieser Priester und dieser König, Salem. Und es heißt vor ihm, das Wort Gottes sagt, er war ein Priester Gottes. Des Allerhöchsten, denn dieser Melchisedek, König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit. Also klar, Melchisedek ist der Typus auf David, aber dann der Typus auf Jesus hin. Er ist der König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater und Mutter, sage ich, ohne Geschlechtsregister, hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. Das ist schon interessant. Also das, was Hebräer sagt, weiter geht's. Wenn nun, sagt der Hebräerbrief in Kapitel 7, das levitische, also der aaronitische Priestertum, wenn dadurch die Vollkommenheit gekommen wäre, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks auftritt und nicht nach der Ordnung Aarons benannt wird? Denn wenn das Priestertum verändert wird, jetzt heißt es, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes kommen. Denn derjenige, von dem diese Dinge gesagt werden, gehört einem anderen Stamm an, von dem keiner am Altar gedient hat. Denn es ist ja bekannt, dass unser Herr aus dem Juda entsprossen ist und zu diesem Stamm hat Mose nichts über ein Priestertum geredet. Und noch viel klarer liegt die Sache, wenn ein anderer Priester auftritt von gleicher Art wie Melchisedek, der es nicht aufgrund des Gesetzes eines fleischlichen Gebotes geworden ist, sondern, jetzt hört genau zu, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens. Oh, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ja? Denn er bezeugt, du bist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und dann heißt es noch, es kommt zugleich zu einer Einführung einer besseren Hoffnung mit dieser Ordnung, weil der Tod sie am Bleiben, Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Ich sage das nochmal, es kommt zugleich mit der Einsetzung von Melchisedek und der Ordnung zu einer Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Umso viel mehr ist Jesus der Bürger eines besseren Bundes geworden. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt,
ein unübertragbares Priestertum erhalten. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, da er immer da lebt, um für sie einzutreten. Wow. Und das sind wir. Gott setzt es ein im alten Bund, müsst ihr euch vorstellen, diesen aaronitischen Bund oder die aaronitische Ordnung. Und dann aus dem Nichts taucht jemand aus. In David lässt er was aufblinken und in Jesus etabliert er eine komplett neue Kombination. Die Leviten im alten Bund waren nur Leviten. Im neuen Bund sind sie Könige und Priester. Kommt es euch bekannt vor? Das ist eine Ordnung nach dem König der Gerechtigkeit und dem König eben sozusagen und dem Priester von Salem, wo Friedensherrschaft ist. Und das kommt zusammen durch Jesus Christus. Und Gott sagt im neuen Bund, jetzt eher ganz klar erklärt, das ist ein in der unsichtbaren Welt für ihn ganz klar. Für uns ist es manchmal vielleicht ein bisschen schwierige Sprache am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber wenn er sowas sagt, setzt er das wirklich so frei. Da ist eine Power dahinter. Wow. Und jetzt bist du im Glauben an Jesus in diese Ordnung mit hineingesetzt. Wir als Heiden hätten ja schon gar nichts zu lachen. Wir hätten schon gar keine überhaupt eine Ahnung, also eine Möglichkeit, am Altar des Herrn zu dienen oder Gott zu dienen. Wir sind ja in diesen Weinstock überhaupt erst eingepfropft worden. Aber in Jesus kommt eben außerhalb dieser Generationsfolge, aus der Ewigkeit, ohne Alter heißt es, ohne Vater und Mutter, weder Anfang noch Ende des Lebens ist bekannt, bam, wird eine Priesterschaft eingesetzt. Und das ist in Jesus. Und jetzt sind wir als Volk Gottes hineingerufen in diesen Dienst, wie Aaron wird verglichen mit Jesus, wie Aaron der Vater war oder eben der Hohepriester oder der es dann wie freigesetzt hat, diesen levitischen Dienst, ist Jesus eingesetzt, ein Priestervolk hervorzubringen. Okay? Das ist sehr real. Wie Königtum, dass wir da Teil sind, die ganze Sprache eröffnet einen ganz klaren, sag ich mal, Ordnungen, wie Gott sie in der unsichtbaren Welt sieht und freisetzt für uns. Und das sagt dann eben auch 1. Petrus 2,7. In 1. Petrus 2,7 heißt es, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, das müssen wir mal Frischbekehrten sagen. Es geht nicht nur, ich bin klein, mein Herz ist rein und jetzt will Jesus ein bisschen in dein Leben kommen. Sie müssen diese riesige Geschichte entdecken, dass sie Teil plötzlich hineingeboren werden in eine Ordnung Melchisedeks, Grundkurs Nummer 1. Ich musste einfach immer, um das bisschen zu sprengen. Und sagen, wow, du bist in ein Priestergeschlecht, in ein königliches Priestergeschlecht hineingeboren werden. Jetzt musst du natürlich da lernen, dich damit zu ja, dich einfach überhaupt damit zu beschäftigen, überhaupt eben deine Vorfahren, also wie von Jesus her das, also wie entstanden ist. Du siehst dich, musst dich Teil einer ganzen Generationsfolge sehen. Und er sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Das ist jetzt an das Volk Gottes gerichtet. Auserwählt, aus den Nationen habe ich euch erkauft, um euch in dass ich euch auserwähle, zu was? Ein königliches Priestertum. Ja, was ist meine Berufung? Puh, du bist Teil eines königlichen Priestertums. Ja, aber soll ich jetzt im Lobpreisteam oder soll ich jetzt putzen die Toiletten? Du bist ein königliches Priestertum. Was du dann machst, ist egal. Du musst in dieser Welt dich bewegen. Du musst lernen, daraus zu leben, während du am Arbeitsplatz bist, dass du in eine kosmische Geschichte hineingestellt bist. In dem kleinen Rahmen, wo du dann bist. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Ja, aber ich weiß nicht, wer ich bin. Ja, sag einmal, du bist voll abstammig von einem Gott. Du hast eine Abstammung, die ist par excellence. Lern mal deine Vorfahren, deine Geschichte mal kennen. Ja, aber ich bin jetzt hier nur, mein Personalausweis sagt. Ich habe gestern Nacht die ganze Zeit gesucht. Ich habe mal ein prophetisches Geschenk gekriegt von jemandem, wo mir jemand ein Königreich Gottes Pass gegeben hat. Das hätte ich gern mitgenommen, aber ich habe es dummerweise verlegt. Gell, das soll man ja nicht machen. Aber im Geist habe ich es immer dabei, meinen Pass. Ja.
ein Pass des Königreichs, das ganz klar zeigt, wer ich bin. Abstammen, was mein Job ist, was ich für Aufträge, wozu ich gesetzt bin. Ja, da musst du gar nicht so tief in dich reinschauen. Da ist so viel, was Gott dich hineinrufen möchte. Wir aber gucken immer da auf unsere Pockets. Ja, da habe ich jetzt nicht viel drinnen in meinen Ressourcen. Was finde ich denn in mir? Ja, nicht viel. Deswegen ruft dich ja Gott zu sich. Und du bist Teil eines königlichen Priestertums. Mit Würde, durften früher nur bestimmte Leute rein. Und durch Jesus hat er einen Weg dir freigemacht, dass wir gemeinsam dort stehen dürfen, vor den Thron gehen können und Weltgeschichte machen können. Dass Gott auf dich hört, dass er durch seinen Geist dich bewegen möchte. Wow, wir sind ein auserwähltes Volk, ein Volk des Eigentums mit der Absicht der Autorität, damit wir die Tugenden dessen verkünden, der euch nämlich wirklich aus der Finsternis so berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, ich möchte es zu uns allen sagen, wir, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, verlorene Schafe, keinen Hirten haben, selber den Weg finden, sich durchschlagen, nicht deine Berufung finden. Guck, wo der Herr dich hinleitet, wo sich Wege und Türen dann für dich öffnet und dort geh rein mit ganzer Kraft. Es ist Gottes Aufgabe, dich dorthin zu verpflanzen und dort sei dann mit ganzem Herzen. Du bist nicht mehr weise, der sich alles erkämpfen muss. Gott führt dein Leben. Wir waren, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, nun aber begnadigt seid. Und jetzt wieder, könnt ihr euch erinnern, unsere Seele muss sich sättigen lassen mit diesen, das sind ja nicht simple Worte, das sind eigentlich Hammerworte. Aber du kannst sie lesen und lesen. Die Frage, lässt du sie in dein Herz, dass es sich verquickt, dass du sagst, und das gilt für mich. Und nicht nur für mich, sondern mit in einer Gruppe. Weil es geht um ein Volk, nicht um Individualismus. Was bleibt da an Eigenbeschau und bin ich würdig vor Gott, wenn Gott sagt, wenn ich dich gerufen habe aus der Finsternis, dann rufe ich dich in diesen Stand hinein. Guck nicht in dich hinein, sondern empfange Gottes Wort als Heilung an Identität und stell dich mal rein, was er dir anbietet. Und nimm mal nur das ein. Nimm mal das an, was er sagt, da habe ich dich reingerufen. Das darfst du aussprechen mit Kühnheit. Das ist nicht für Spezielle, das ist jetzt nicht für ganz wenige, sondern kannst sagen, ich bin Teil dieses Gottesvolkes, das diese Invasion vorbereitet. Ich bin Teil dieses königlichen Priestertums und meine Aufgabe ist, die Tugenden dessen zu verkündigen. Denn wahrhaftig, ich bin gerettet worden aus Verlorenheit, aus der Finsternis, der Gefangenschaft in mir selbst, dass nur immer ich mich gesehen habe. Und jetzt endlich kann ich mich ums Reich kümmern. Es geht nicht mehr um mich, es geht um den König. Es geht um ihn und das verzehrt mein Herz und es erlöst mich von meiner Eigenschau, dass ich sage, was erlebe ich in meinem Leben, was ist meine Berufung, wie komme ich am besten brillieren, werde ich auch gesehen. Schwachsinn, der Herr sieht dich. Lass du dich aber einbauen und sei du reif da drinnen. Wow. Gott möchte uns rufen in diese Priesterschaft nach der Ordnung Melchisedeks. Heiden, die keinerlei Möglichkeit gehabt haben, sind gerufen, mit hineinzukommen in diesen heiligen Dienst vor Gott, in Kühnheit zu treten. Und ich möchte euch einfach noch ein paar Sachen über diese Priesterschaft, diese geistliche Priesterschaft in dem Neuen Bund, im Neuen Testament sagen, weil wir tun es doch immer mit dem Alten Testament verbinden. Und da heißt es eben im Hebräer 7, 14 bis 16, in Jesus ist nicht ein Priester nach dem Gesetz eines Gebotes aufgestanden, sondern ein Priester nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Dann finde ich ganz stark Offenbarung 1. Ich nehme mal nur den Vers 5b raus oder 5. Und von Jesus Christus, also er grüßt uns vom Himmel her,
Ich grüße euch von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Also er setzt es ein, von dem grüße ich euch, von dem Fürst der Könige der Erde. Ich grüße euch von Jesus, der der treue Zeuge ist, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat, zu was? Zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ja, aber ich bin nicht so der Beter. Du bist aber ein Priester. Ja, habe ich mich noch nicht berufen dazu gefühlt, hat aber Jesus für dich gemacht. Dann hör mal den Ruf. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann eben nochmal eben dieser ganze Bereich in 1. Petrus 2. Und ich möchte aber Vers 5 noch dazu nehmen. Ich habe bis jetzt Vers 9 gelesen. Aber in Vers 5 heißt es, lasst euch nun, deswegen, es geht um ein Volk, lasst euch nun selbst als lebendige Steine aufbauen. Kommt als Priester nicht individuell für mich einzeln, sondern lasst euch einbauen, in dem Tempel eigentlich lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Um was? Um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Ich weiß noch vor Jahren, wo ich das gelesen habe, da ging es mir durch und durch, weil ich bin ein bisschen erschrocken, weil ich dann gesagt habe, hier heißt es, dass Gott ganz klar ein Priestertum hervorbringen möchte und ich bin dort hineingerufen und ich soll geistliche Schlachtopfer auch als Christ bringen und ich wusste überhaupt nicht, was das heißt. Was, wenn ich soll auch Opfer darbringen, Schlachtopfer. Ich wusste, okay, ich soll jetzt nicht mehr Tiere schlachten. Da war ich schon ganz froh. Ja, also das war Knochenarbeit. Also die Priester waren keine Softies. Also die mussten teilweise 20, 30 Stiere am Tag killen. Also das war Metzgerarbeit. Das war wirklich also nicht einfach nur so hier wandeln, schwebend oder so. Das war wirklich auch ganz schön harte Arbeit. Okay? So, dazu sind wir nicht gerufen. Aber wo wird uns gelehrt, allein mal nur in dieser Terminologie, welche Schlachtopfer Gott von uns noch heute will? Das fände ich wichtig in dem ganzen Bereich auch von jüngerschaftlichem Training. Stimmt's? Mal da reinzugehen. Und da möchte ich euch 5 geistliche Schlachtopfer vorstellen, von denen das Neue Testament ganz klar spricht, dass das Opfer sind, die Gott wohlgefallen und die wir im neuen Bund geben sollen. Und auf manche würdest du vielleicht nicht kommen. Aber die sind Opfer, die Gott fordert und möchte, die wir ihm jetzt bringen als eine geistliche Priesterschaft nach der Ordnung Melchisedeks. Seid ihr bereit? Ist doch cool, oder? Punkt Nummer 1, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Seid nicht mehr gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Was ist das erste Opfer, was Gott fordert? Dein Körper. Ist es dir bewusst, als ein geistlicher Akt, dass du als ein Opfer, dass Gott nicht mehr Tiere möchte, sondern dass du auf den Altar jetzt legst, deinen Körper. Der gehört nicht mehr dir, wo du hingehst, was du denkst. Das ist nicht mehr deine Privatsache, sondern er möchte Besitz ergreifen. Und als erstes, ich finde es auch interessant von Römer 12, deswegen fange ich auch damit an. Römer 12 ist ja nach der ganzen Erlösungstheologie, Römer 1 bis 8 und dann 9 bis 11 ist ja diese ganze Geschichte mit Israel. Und im Kapitel 12 beginnt es, wie reagieren wir jetzt auf so eine Erlösung? Es ist nicht, gib Gott dein Herz. Es heißt, dein Opfer ist nicht, zieh Jesus in mein Herzelein ein. Gott ist viel radikaler. Gott sagt,
Ich möchte als allererstes, wenn du Christ wirst, deinen Körper. Das ist mein Opfer. Du bist ein Priester jetzt und was du opferst jeden Tag auch, du stellst dir deinen Körper, das ist ein Gottesdienst, du stellst mir deinen Körper zur Verfügung. Kannst du am Morgen aufstehen und sagen, ich melde mich zur Stelle, Ordnung, Priester Melchisedeks, hier, Levitenschaft, Gruppe Nummer 528, Monika Flach meldet sich zur Stelle, hier ist mein Körper. Ich gebe dir mein, als ein Schlachtopfer, ich gebe dir als ein Opfer und Gott sagt, das ist ein vernünftiger Gottesdienst, das nennt er mal jetzt Gottesdienst. Jetzt stellt euch mal vor, wir kommen auch mal jetzt in einen normalen Gottesdienst da zusammen, wenn das die Grundlage ist für einen normalen Gottesdienst, dass jeder Christ auch vor Gottesdienstbeginn, machen wir es jetzt mal ganz rudimentär, nur mal für diese eine Stunde sagt, ich bin da, mein Körper gehört nicht, ich singe ganz mit, alles was ich singe, es geht nur um den Herrn, was würde dann durchbrechen? Erweckung. Also, wir könnten schon da jetzt nur noch auf die Knie fallen, heulen und Buße tun, weil wir einfach unser Finzi-Fenzi-Christsein hier ausleben und das, was Gott will und sagt, das sehe ich als Gottesdienst. Das ist für mich Vernunft. Die normale Reaktion ist, dass du jetzt mir deinen Körper zur Verfügung stellst und mein Feuer des Heiligen Geistes erfüllt ihn und ich lebe durch dich, stell mir deinen Körper zur Verfügung. Wow. Und das findet er abgefahren. Das ist ja immer bei jedem Opfer, was Gott annimmt, heißt es, das ist ein Wohlgeruch für ihn. Das dient Gott, das ehrt ihn. Das ist Gottesdienst. Gottesdienst bedeutet Ehre zu Gott. Wir dienen Gott. Und er sagt, der vernünftige Gottesdienst, gib mir deinen Körper. Ist cool. Schreib es dir mal auf und arbeite es am Morgen früh spätestens durch. Sagst, was für Schlachtopfer? Im neuen Bund soll ich geben. Es ist nicht mit einmal getan. Manchmal müssen wir das jeden Tag tun und sagen, ich gehöre nicht mehr mir. Das ist die Grundlage für alle anderen. Zweitens, Epheser 5. Epheser 5, 1 bis 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebter Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, das ist interessant, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und jetzt bring ich zwei Sachen zusammen. Das heißt, was hier heißt in Epheser 5, es geht auch im Zusammenleben. Was Jesus gegeben hat, er hat sein Leben als Schlachtopfer zu Gott hingegeben, zur Rettung für die Menschen, sozusagen, als ein Wohlgeruch. Und jetzt sagt, genau wie er das gemacht hat, wandelt ihr in derselben Liebe, was nichts anders heißt, so jetzt gebt ihr für die anderen euer Leben. Das ist ein Schlachtopfer. Du gibst, also auch für den, wir opfern unsere Gefühle, unser eigenes Denken, unsere eigene Zeit, um den anderen zu achten und zu lieben. Wir achten ihn höher als uns selbst. Und Gott sagte, das ist ein Schlachtopfer, das mir gefällt. Weil das ist entgegen dieser Welt. Deswegen, wir müssen dann nicht mehr irgendwie eine Taube schlachten, aber was wir opfern, ist unser eigenes, sag ich mal, fleischliches, egoistisches Leben, die Gottlosigkeit, die verlassen wir sterben ihr. So wie Jesus gestorben ist, sterben wir dir, dass wir in der Neuheit des Lebens wirklich in Liebe wandeln können. Und wir geben buchstäblich unser eigenes Leben auf dann für die anderen. Wow. Das ist ein ganz normaler Gottesdienst, ein ganz normales Schlachtopfer, was der Herr sagt. Das ist, was Leute jeden Tag bringen sollen, was ihm gefällt. Drittens, Philipper 2,17. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ich liebe Paulus. Als Jesus gefragt wurde, wie sollen wir die Werke Gottes wirken, antwortete er, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das tägliche Opfer im Neuen Testament ist unser Glaube.
Unser tägliches Vertrauen zu Gott ist ein wohlgefälliges, duftendes, ist ein Wohlgeruch zu Gott, wie Inzens, wie Weihrauch, das zu ihm hochkommt, wo er sagt, Glaubensluft, das riecht lecker. So wie Unglaube, Furcht, stinkig riecht. Das finde ich so wunderbar hier. Genau, wenn wir konstant, hier Paulus sagt, uns ausgießen, er sieht sogar sich, er geht auch in diese Sprache rein, weil er es verstanden hat, dass er ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist. Er sagt, mein Leben wird konstant ausgegossen für euch, mein Leben ist nicht mehr mein Leben, sondern es wird ausgegossen über andere, dass sie gestärkt werden, sie stark zu machen im Glauben, dann ist es ein Trankopfer. Der Körper denkt dann wirklich manchmal, er wird ausgegossen, aber auch der Glaube ist ein Opfer für Gott, weil er weiß, dass Glauben bedeutet, das ganz anders zu leben als jedes, wir ganz anders leben als jeder andere in dieser Welt. Und das finde ich so schön, nicht verbissen, sodass du zu deiner grimmigen Person wirst, sondern das freudig tust. Weil du es echt freudig tust, weil du ein Destin, weil du diese Ewigkeitsperspektive hast, weil du begeistert bist, Teil dieser großen Geschichte zu sein, da drin Wert und Heimat, musst du das nicht mehr hier auf der Welt suchen, sondern du bist Teil dessen, wo du andere, die es noch nicht sehen, erhebst, sie in diesen Blick mit reinnimmst, sodass sie gestärkt werden im Glauben. Das ist ein wohlgefälliges Opfer für Gott. Viertens, Philipper 4,15. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Denn sogar schon, als ich in Thessalonik war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe alles erhalten, sagt jetzt Paulus. Ich habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus, das von euch Gesandte, empfangen habe. Einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. In anderer Übersetzung heißt es auch Schlachtopfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was Gott und Paulus hier sagt in seinem Wort ist, dass Gaben, Spenden, Geschenke, um das Evangelium zu unterstützen, dienen, also das Reich Gottes zu unterstützen, dass das ein Wohlgeruch ist. Es ist nichts anders, als dass es ein Zeichen ist, auch in der unsichtbaren Welt, dass du das verstanden hast, dass du ein Bündnispartner bist, dass du Teil dich dieser Armee siehst. Und dass dein Leben dafür einsetzt, dass es hervorkommt. Das heißt, deine Finanzen, dein Leben, wie du anderen dienst, auch Zeit, also heutzutage ist nicht mal das Geld wichtigste, auch wo du Zeit wegschenkst, also bewusst, ja, wo man denkt, ich hab's nicht, doch, du hast selbst bewusst, damit nicht Zeit dich regiert, sondern du herrschst über Zeit und dann wirst du mehr haben. Ja, das ist ganz bewusst. Immer, was wir Angst haben und wir behalten es, können wir genauso auf Zeit übertragen. Dann wird es uns zwischen den Fingern zerrinnen. Wenn wir es aber bewusst einsetzen, säen, mit Glauben, mit totalem Wissen, was wir tun, wird es sich vermehren. So, das bedeutet, wenn wir, dass es vor Gott wohlgefällig ist, warum? Wenn er die in uns das sieht, plötzlich merkt er, dass Leute sind, die nicht einfach mal sagen, okay, jetzt muss ich halt auch noch den Zehnten geben oder jetzt muss ich auch noch das geben, hoffentlich habe ich das Maß erreicht, sondern die sind ganz frei, die denken möglichst nur, wie viel kann ich investieren? Weil du trachtest, dass dieses Reich kommt, das ist dein verzehrendes Verlangen. Darauf ist dein ganzes Leben aufgebaut. Da ziehst du deine Kindererziehung, die kommen dann gleich mit rein. Dass sie aufgebaut in diese Welt hineinkommen, dass unser Leben dazu da ist, in die Nationen zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Hat mein Leben als Kind geprägt. Hat mir eine ewige Perspektive von Weltbild in mich eingesetzt. Habe ich keine Angst. Im Gegenteil, ich fühle mich immer privilegiert. Ich gucke immer nur wie nach Aktien. Wo ist besonders gutes Land? Wo ist Saat? Weil da kriege ich ja was raus.
Das ist ja immer, wer sät, der wird ernten. Und das finde ich so stark, und zwar nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus, also nach seinem Reichtum. Heieiei. Das ist, Gott kannst du nie überbieten, Gott kannst du nie überbeschenken, okay? Der wird immer sagen, wenn du dich um sein Reich kümmerst, dann sagt, dann baue ich dir du kümmerst dich um meine Ehre, ich kümmere mich um deine Ehre. Du kümmerst dich mal nur um mein Reich, ich kümmere mich, dass du dein Häuschen kriegst. Das ist ihm total, du kannst alles haben, es darf dich nur nicht besitzen. Oh, was ist, Gott will jetzt, vielleicht muss ich das verlassen. Dann behalt dein Schlamp, dann behalt dein Haus, behalt dein Auto. Also das ist einfach so eng. Es geht um Ewigkeit. Hey, wie viel kannst du ausreizen hier auf Erdenzeit? Das motiviert mich. Wie viel kann ich ausreizen? Wie viele Leute kann ich freisetzen, dass sie vollzeitlich dienen? Wie viel kann ich freisetzen, dass sie möglichst mit reingehen? Das ist eine super Perspektive. Ein ewiger Lohn wird einem das sicher sein. Ja? Ich bin ja schlau, hey. Ja, an Gold haben wir nicht sehr viel, oder? Also das, mal geht's hoch, mal geht's runter. Also wo immer wir unsere Sicherheit finden, also im Finanzen, also in Geld können wir es nicht mehr so stark setzen. Ja? Das kann dir wie vielleicht nicht jetzt gerade von Motten, ja, aber es kann dir sofort weggefressen werden. Ja? Naja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Na. Und dann noch fünftens, Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn nun lasst uns stets. Das finde ich echt ein heftiges Wort. Stets. Also das ist auch schon ein cooles Schlachtopfer. Stets, ja. Durch ihn lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Wie oft? Stets. Also das ist der Hammer. Das heißt, das ist das, was Gott erwartet. Im neuen Bund, der von der Priesterschaft, dass die durch die Welt laufen und loben. Lobopfer bringen. Das ist nämlich die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen und sagen, das ist mein Herr. Das Wohltun, jetzt kommen wir wieder in Punkt Nummer 4, und mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Wohlgefallen. Also das ist dann sozusagen zusammen Lobpreis und dann wieder an Wohltun und mitteilen. Es geht auch in den Barmherzigkeitsbereich rein. Ich würde sagen, bei mir der Punkt Nummer 4 ist wirklich mehr dieser ganze Bereich vom Aspekt des Königreiches. Aber ein riesiges Bereich, wie Gott denkt und sein Reich, ist wirklich auch Barmherzigkeitsdienst. Also einfach, wo wir Armen helfen und wo wir sie mithilfe oder dass sie Eigenhilfe dann auch bekommen, dass sie wieder auf die Beine kommen und so weiter. Das ist ein ganz wichtiges Standbein. Bau das auf in deinem Leben und du wirst einen Wohlstand auch haben, wenn du dich um Arme und Barmherzigkeitsdienste kümmerst oder auch, es muss nicht immer nur in der Ferne sein, sondern es kann auch um dich herum sein. Ich gebe da jetzt, da gibt es relativ viele Stellen, Psalm 27, 6. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voll Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Das ist Psalmen schon. Psalm 50, 14. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Psalm 50, 21. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil und den Durchbruch Gottes sehen lassen. Wow. Wow, wow, wow. Gott möchte, dass wir ihn ständig loben und ihm danken. Warum? Er ist ein König. Ich habe mal einen König kennengelernt, einen afrikanischen, das werde ich nie vergessen, das erzähle ich auch immer wieder, weil es echt nochmal mir ein Bild gegeben hat. Der hat viel davon erzählt, also der war eigentlich auch ein Prediger, aber er war wirklich eingesetzter Stammesfürst und eben König über ganze Gebiete. Und das heißt wirklich, obwohl er natürlich Verwandtschaft und auch Freunde und so weiter hat, aber wenn er als König auftritt, gibt es eben ein Staatsprotokoll. Und zu einem König darfst du nie einfach rein, einfach stürmen und einfach deine Bitten vortragen. Das ist eine Hofetikette, dass du, bevor du eine Bitte vorträgst, wirklich auch in Afrika, okay, dass du wirklich erstmal mindestens 3 bis 5 Minuten einfach nur lobst, was er getan hat. Sonst wirst du sofort rausgeschleppt von den Bodyguards, weil es ist unhöflich. Du musst erst loben, sagen, wie groß er ist, sozusagen, wie genial er bisher die Sachen gemacht, wie wunderbar er ist, sozusagen, bevor du die nächste Bitte vorträgst. Hochspannend.
Ja, also ich denke, wir sind manchmal verwöhnt durch unser Vaterbild, was wir inzwischen von ihm haben dürfen, dass wir manchmal wirklich diesen Respekt manchmal auch nicht mehr haben, wo wir sagen, nee, es geht ja nicht um nur Protokoll, aber mir hat es mal geholfen, dass auch in weltlichen, dass es einen Respekt zeigt, nicht einfach nur reinzuplatzen und sagen, das musst du tun, wie wir es gewöhnt sind in der Demokratie, fordern Demonstrationen und so weiter, sondern erstmal wirklich zu loben, Opfer des Lobes zu bringen. Und dann sagt aber Gott, wenn wir das ja, wir machen das ja aus dem Herzen, es ist ja kein Lippenbekenntnis, um jetzt was zu kriegen, damit wir dann unsere Bitte vorzukriegen, sondern weil wir es vielleicht wirklich hoffentlich gefälligst überzeugt sind davon, dass er wirklich so toll ist sozusagen. Und wenn wir das sagen, macht es was mit uns und was es auch macht, weil dann Gott sieht, dass wir wirklich auch merken, was er tut, dann ist es, also ich meine, mir geht es ja auch schon als Leiter oder wenn ich geistliche Kindschaft sehe oder Mutterschaft, dass man einem Kind viel mehr hilft, wenn es dankbar ist. Wenn man mal schon was gemacht hat, dass es registriert, als wenn es immer nur sagt, bitte mach das und da kümmere dich auch noch drum und so weiter. Dass man wirklich mal sagt, nee, leb doch erstmal, sieh mal, was ich alles Gutes getan habe. Und dann bahnt es aber einen Weg, sofort, dass du sagst, und jetzt gibt es noch irgendwas, das mache ich jetzt auch noch, weil du freust dich so sehr dran und du, da ist so viel Lob und du findest das so genial und so weiter. Und es macht mir so Spaß, mit dir unterwegs zu sein, weil ich habe ja auch die Macht und mir gefällt es, dir Gutes zu tun. Wow. Der Herr möchte, dass wir wachsen in dem Bereich von Schlachtopfern. Punkt Nummer eins war was? Unser Körper. Punkt Nummer zwei war, in Liebe wandeln wie Christus und unser Leben den Geschwistern geben. Drittens, unser Glaube. Viertens, Spende, Geschenke, Gaben, das Evangelium unterstützen, also Diener des Evangeliums unterstützen. Fünftens, Lobpreis, seine Tugenden verkünden, Wohltun und mitteilen. Also das würde ich aber auch nochmal in den vierten Block reintun, also den Barmherzigkeitsbereich. Es gibt vielleicht sogar noch andere. Ich habe jetzt einfach mal nur fünf rausgenommen, aber von denen spricht Gott, dass das die Schlachtopfer sind, Opfer, die er auch, also die früher mussten das jeden Tag bringen. Die ihm zustehen und die wir ihm bringen sollen als eine heilige königliche Priesterschaft. Ich lade euch ein, in eine Bewegung hineinzutreten, dass du Mitteil dieser Bewegung wirst von dieser Ordnung nach Melchisedek. Die war schon immer da, aber wenn Gott es prophetisch nochmal wie initiiert, kommt ein Geist des Glaubens auf dich, du kannst dich darin positionieren, dass Kraft freigesetzt wird für den Alltag. Stimmt's? Ist das cool? Und als letzten Punkt, da gehe ich aber jetzt nicht mehr tief drauf ein, möchte ich einfach nur noch sagen, dass ich glaube, dass ein Teil der Priesterschaft und des prophetischen Dienstes sehr stark damit ist, dass wir als Priester die Gegenwart Gottes verwalten sollen. Und Paul Davis sagt eben, eine Priesterschaft nach der Ordnung Melchisedeks, deren Kennzeichen ist der Eifer des Herrn. Und der Eifer des Herrn, dass du eiferst für die Dinge des Herrn, dass der, wie es heißt von Jesus, dass der Eifer um das Haus des Herrn hat sein Herz verzehrt oder es hat ihn verzehrt, das sehen wir viel zu wenig. Es soll nicht eben in einem fanatischen, gesetzlichen Sinne sein, sondern weil dein Herz mit Leidenschaft von ihm ergriffen ist. Und dass du mehr auf der Seite von Gott bist, als dass du nur spürst, was Menschen. Du vertrittst nicht Menschen, du vertrittst Gott. Und du musst es lernen, du musst Dinge lernen, aus der Perspektive Gottes zu sehen. Oder wenn es dir leichter fällt, schau es doch mal aus der Perspektive von Engeln an, die mithelfen, die Zuschauer sind und wie das ausschaut, wie wir manchmal reden. Trainier deinen Geist, dass du mitkriegst dich in dieser geistlichen Arena. Furcht des Herrn bedeutet, dass du auch da ein Weltbild entwickelst, dass alles, was du sprichst, nicht Privatsache ist, sondern eben, wie Paulus sagt, unser Leben ist wie in einer Arena, diese römischen Arena, wenn da unten was in dem kleinen Feld geflüstert worden ist, ein Theaterstück, sagt Paulus sozusagen, es ist wie da, da wurde was geflüstert, aber es konnte man an dem obersten Rang hören, es ist so gebaut worden. Unsere Weltarena ist eben nicht nur diese Erde und es ist nicht wahr, dass keiner das mitkriegt. Engel, Mächte, gute und negative, also dämonische Welt, wird mitbekommen, wie du redest, wie du dich entscheidest, auch in dem geheimen Kämmerchen.
Das ist nicht einfach nur alles Privatsache. Wir sind eine heilige Priesterschaft, wo wir gerufen sind, also in diesem Eifer des Herrn reinzugehen und die Gegenwart Gottes, seine Gegenwart, mehr zu lieben als uns selbst, mehr zu lieben als unsere Vorstellungen, mehr zu lieben als dein Wohlbefinden, mehr zu lieben, als dass du jetzt alles richtig machen möchtest, sondern sagst, wenn du nur kommst, wenn du noch tiefer in der Gemeinschaft kommst und das, was an dir ist, du kannst es ja nicht für die anderen machen, aber dass du eigentlich wirst, eigentlich zu einer Person, die wie bei dem Einzug in Jerusalem das Leben niederlegt, das der Herr über dich einziehen kann. Wo du sagen kannst auch immer wieder, Herr, lass mich so ein Eselchen sein, wo du einreiten kannst. Oder wo ich die Palmen oder die Kleider meines Lebens niederlege, dass du darüber auch einziehen kannst in eine Truppe, in eine Gruppe, in eine Gemeinde. Dass nicht sagt, ja, aber der, wenn der jetzt Lobpreisleiter dann besser machen würde, der ist jetzt schuld. Nee, du kannst nicht ihn bestimmen. Du hast nicht Herrschaft über seinen Glauben. Du kannst aber für ihn beten. Du kannst sagen, Herr, hilf ihm jetzt. Komm mit deiner Gnade. Und dass du dich hinlegst und sagst, ich halte die anderen hoch. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen Gott nichts beweisen. Wir müssen nicht Schlachtopfer bringen, um ihm etwas zu geben. Er sagt, ich brauche eure Opfer nicht. Mir gehört das Vieh auf der Weide. Mir gehört die ganze Welt. Ich brauche das nicht. Was es macht, ist, wir brauchen es. Und trotzdem, weil es ein freiwilliger Akt dann der Hingabe und der Liebe ist, ist es ein Wohlgeruch vor Gott. Warum? Weil es zutiefst die Liebe zwischen Gott und der Braut, dem Bräutigam und der Braut, dem Vater und den Kindern widerspiegelt. In einer Welt, die gefangen ist mit Angst, mit Konkurrenz, mit Selbstbeweisen müssen, bauen wir eine neue Welt aus, die nicht über die Stärke, sondern über Glauben aufgebaut wird, in tiefem Vertrauen, dass der Herr mit uns ist. Kann ich ein Amen hören? Amen. Seid ihr begeistert, damit dabei sein zu dürfen? Amen. Also ich habe mich jetzt wieder glücklich gepredigt heute Morgen und prophezeit, weil ich das mich total begeistert, dass wir dafür gemacht sind. Und dann kann ich heimgehen und mich vielleicht auf die Couch mal legen. Ich kann sogar mal einen Fernsehfilm, einen Fernseher habe ich nicht, aber einen DVD-Film anschauen. Und trotzdem ist Gott in diesem menschlichen Leben, was wir haben, in der Gemeinschaft der Heiligen, er ist mitten da drinnen. Und er sieht, wie wir ihn loben, wie wir ihn ehren und achten, indem wir uns auch selber positionieren in der Würde, die er uns erkauft hat. Das gibt Ehre und Respekt zu dem Herrn. Wenn du immer nur sagst, ich bin ein Müll, dann ist es ein Schlag gegen Jesus ins Gesicht, weil er hat das getan. Und du sagst, aber das zählt für mich nicht, das sind ja nur Worte. Das sind nur Worte, das hilft mir jetzt nichts, ich fühle mich jetzt so. Du verlässt es, du musst dem sterben und wirklich dich trösten lassen. Lass die Worte als einen Rettungsort ankommen. Das ist nicht, was Gott machen muss. Er hat das getan. Es kommt dir nahe. Glücklich bist du, wenn du diesen Worten Raum gibst und sagst, wow, das ist wie ein Sechser im Lotto. Also ich habe nichts dafür gemacht. Mein Gott hat Gnade gefunden über mein Leben. Und ich bin nicht so dumm, dass ich diese Gnade wegwerfe, wie Paulus sagt. Ich werfe die Gnade Gottes nicht weg. Denn wenn die Gerechtigkeit durchs Gesetz gekommen wäre, dann wäre Christus vergeblich gestorben. Aber er ist für mich nicht vergeblich gestorben. Ich lasse ihn Gott sein. Ich lasse ihn meinen Retter sein. Ich lasse ihn den sein, der mich in die Berufung setzt, die er für mich erkauft hat. Ich lasse ihn diese Welt mir geben, die er mir beschreibt in seinem Wort. Und dort lerne ich im Geist, meine Muskeln zu trainieren, ineinander mich auszutauschen, das Blut Jesu durch Vergebung den anderen zusprechen zu lassen, mit den Brüdern und Schwestern, mit denen Gott uns zusammenstellt. Dann können auch die anderen außenstehend sehen, ansatzweise immer wieder, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Da merkt man schon mal was. Wow. Und wisst ihr, was dann passiert? Eine tiefe Sehnsucht bricht in uns allen auf und in den Menschen, die das noch nicht geschmeckt haben und sagen, ich glaube, ich bin dafür gemacht. Weil die Heimat, die wir verloren haben, diese Ewigkeit in unseren Herzen fängt an zu connecten mit dem. Und plötzlich merken wir, der Vater zieht uns. Nicht nur, du bist nur ein Sünder, sondern plötzlich merken wir, ich habe eine ewige Bestimmung. Vater, bring mich nach Hause. Vater, hier hast du mich. Ich möchte mitteilen.